Guten Abend. Mein Name ist Bente Scheller. Ich leite hier in der Stiftung das Referat Nahost und Nordafrika und freue mich besonders heute Abend. Auf so eine Veranstaltung haben wir lange hingearbeitet und ich bin wirklich sehr froh, diese Veranstaltung, die wir schon einmal in ähnlicher Form in Beirut gehalten haben, hier nun auch einem deutschen Publikum präsentieren zu können. Deswegen möchte ich Sie herzlich begrüßen, mich selbst aber sehr kurz fassen und mich auf technische Hinweise im Wesentlichen beschränken. Der wesentliche Teil des Abends dürfte verständlich sein, so Sie Deutsch sprechen. Wenn Sie Arabisch sprechen, sollten Sie sich vielleicht dort hinten ein Headset besorgen. Wenn Sie nicht Arabisch sprechen, sollten Sie sich das auch besorgen, denn am Ende gibt es eine Grußbotschaft des Fotografen Tim Asofi. Der hat eine Videobotschaft für uns aufgenommen, die ins Deutsche gedolmetscht wird. Also bedienen Sie sich bitte gerne dort hinten. Und dann werden Sie den Abend wunderbar verbringen können. Jetzt möchte ich Sie erstmal einladen auf eine Grußbotschaft und auf eine Keynote-Speech von unserem Vorstand, Barbara Unmüßig. Barbara, bitte. Dein. Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen zur Eröffnung unserer Ausstellung von Herzen aus Idlib. Es freut mich sehr, dass doch eine ganze Reihe den Weg hierher gefunden haben. Es gibt, so das weiß ich von Bente, noch eine andere Syrien-Veranstaltung. Aber ich glaube schon, dass wir hier Ihnen was ganz, ganz Spezielles zeigen können, nämlich die Fotos von Tim Al-Sufi. Es ist ein wunderbares Projekt, das wir heute hier in Berlin einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen werden. Und bitte berichten Sie von dieser Ausstellung. Sie wird noch bis weit in Dezember hinein zu sehen sein. Die Bilder zeigen Hoffnung inmitten von Krieg, Elend und Trauer. Und sie erinnert uns daran, dass der Krieg gerade jetzt, heute, jeden Tag weiterhin in Syrien stattfindet. Sehr bewusst ist uns das geworden mit dem Einmarsch der Türkei in Nordostsyrien und hat uns vor Augen geführt, dass der Krieg in Syrien noch lange nicht zu Ende ist. Über 180.000 Menschen wurden im bis dahin weitgehend von militärischen Auseinandersetzungen verschont gebliebenen Nordosten Syriens vertrieben. Die zwischen der Türkei und Russland ausgehandelte Waffenruhe ist brüchig und bedeutet lediglich eine Zäsur im Konflikt, keine auch nur teilweise Befriedung. Egal, wo wir in Syrien hinschauen, das Schicksal der kurdischen wie arabischen Geflüchteten, die der türkische Präsident Erdogan nach Nordostsyrien ausweisen möchte, erfüllt uns mit großer Sorge. Doch über den Entwicklungen im Nordosten sollten wir nicht vergessen, dass auch im Nordwesten Syriens der Krieg unvermittelt weitergeht. Im Windschatten der türkischen Offensive gegen die Kurden hat das syrische Regime in Idlib seine täglichen Angriffe noch einmal intensiviert. In der Provinz Idlib, auch das möchte ich hier erinnern, leben 2 bis 3 Millionen Menschen, die Hälfte von ihnen Geflüchtete aus anderen Landesteilen Syriens. Einer von ihnen ist Tim Al-Sufi, der junge Fotograf, dessen Bilder wir Ihnen hier und heute zeigen und in den nächsten Wochen hier in Berlin. Tim war 18 Jahre alt, als der Krieg begann. 5 Jahre hat er unter der gnadenlosen Belagerung des Umlandes von Damaskus, der Ruta, gelebt. Als dieses Gebiet 2017 wieder vom syrischen Regime eingenommen wurde, wurde Tim nach Idlib deportiert. Unsere Mitarbeitenden des Büros in Beirut hatten viel Kontakt mit Tim. Insbesondere in den letzten Tagen von Ruta, als er, wie viele andere Aktivistinnen, dringend darum bat, alles für ein Ende der Bombardements zu tun.
vergebens. Wir wissen, wie schrecklich die Bombardements von Ghouta waren und uns heute auch beschäftigen mit den Bildern. Wir haben mit Tim gebangt, gehofft, dass er überlebt und sicher nach Idlib kommt. Er ist dort angekommen. Kannst du für uns das Leben in Idlib dokumentieren? Haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beirut Tim gefragt. Wir hatten alle keine Vorstellung davon, wie es dort aussah, wie Zivilistinnen und Zivilisten in Idlib lebten. Es dauerte kaum 2 Wochen, da schickte Tim Fotos, wie wir sie schon lange nicht mehr aus Syrien gesehen hatten. Fotos, die vor Leben und Farbe nur so leuchteten. Fotos, auf denen Menschen das tun, was normal sein sollte und was durch den Krieg zur Ausnahme geworden war. Frauen und Männer, die das Land bestellen, die sich im Freien bewegen, die kaufen und verkaufen, Kinder, die zur Schule gehen, Kinder, die spielen. Wir wollten wissen, wer die Menschen auf den Bildern sind. Tim schrieb sie für uns auf. Doch dann nahmen ihm die Islamisten den Computer weg, zerstörten seine Ausrüstung. Er hat sich was Neues ausgedacht. Letztlich hat er die Texte als Sprachnachrichten per WhatsApp geschickt und der syrische Rapper und Schriftsteller Hani Asawach hat sie auf Arabisch aufgeschrieben und unsere Mitarbeiterin Nadine Elali auf Englisch für uns übersetzt. Günther Ort hat sie aus dem Arabischen ins Deutsche übertragen und hier schon einmal an dieser Stelle wunderbares Dankeschön, großartiges Dankeschön für diese tolle Hilfe, die uns ermöglicht, Tim hier überhaupt zu erleben und zu hören. Für Tim war das mehr als ein Projekt. Es war ein Lebensanker. Er sagt, in all der Zeit habe ich nur Tod und Zerstörung dokumentiert. Es ist das erste Mal, dass mich jemand bittet, das Leben zu fotografieren. Je mehr wir von ihm lasen, desto bedrückender wurde es. Viele der Fotografierten hatten Fürchterliches durchlebt. Hinter den strahlenden Aufnahmen aus Idlib tauchen die düsteren Schatten der Vergangenheit auf. Manche hatten es nicht nach Idlib geschafft, wie die beiden Mädchen, die auf einer der Aufnahmen aus Ghouta ins Tageslicht blinzeln. Ihr ganzes, kurzes Leben haben sie in der Dunkelheit des Bunkers verbracht, denn Sonnenschein heißt, es wird bombardiert. Sie haben letztlich mit ihrem Leben dafür bezahlt, sich im Freien aufgehalten zu haben. Einige derer, die nach Idlib gelangt waren, ertrugen es nicht, Familienangehörige zurückgelassen zu haben und kehrten um. Bei ihren Familien kamen sie nie wieder an. Als die Situation in Idlib sich zuspitzte, die extremistischen Milizen von HTS, der früheren Al-Nusra-Front, immer stärker wurden und die syrische und russische Luftwaffe sich daran machten, auch die letzte der von Russland trügerisch als Deeskalationszonen ausgewiesenen Gebiete dem Erdboden gleichzumachen, versuchte Tim zu fliehen. Doch die Türkei hält die Grenze geschlossen. Türkische Soldaten schießen auf diejenigen, die zu fliehen versuchen. Erst kürzlich und unter Inkaufnahme großer Gefahr haben Tim und seine Frau es in die Türkei geschafft, wo ihr Status jedoch alles andere als gesichert ist. Auch daran müssen wir hier heute erinnern, dass eine Flucht unter Gefahren noch lange keine Sicherheit oder eine Aussicht für eine Zukunft bedeutet. Tim kann deshalb heute nicht bei uns sein, aber ich bin mir sicher, dass wir ihn hier ganz nahe spüren mit seinen Bildern und mit seiner Grußbotschaft, die wir am Ende dieser Eröffnung von ihm bekommen werden. Mit dem Buch »Von Herzen aus Idlib«
bringt Tim uns auf eindringliche Art und Weise nahe, was es heißt, in beständiger Unsicherheit und Bedrohung zu leben. Wir haben dort hinten, wo ist es bitte? Einmal ganz um die Ende der Ausstellung. Am Ende dieses Gangs. Wir haben dort ein Tuch aufgespannt. Und wenn Sie ihm eine Botschaft der Solidarität überbringen wollt, dann könnt ihr sie ihn auf diesem Tuch hinterlassen. Wir werden ihm dieses Tuch schicken. Denn wie Tim in einer seiner verzweifeltsten Bitten, die Bombardierung Rutas zu stoppen, sagte, wir wissen, dass nur ein Wunder uns retten kann. Aber wenn wir die Hoffnung nicht verlieren, dann könnt ihr das auch nicht. Als Heinrich-Böll-Stiftung tun wir unser Möglichstes, damit Verbrechen in Syrien nicht ungestraft bleiben. Gemeinsam mit Adopt a Revolution oder dem ECCHR arbeiten wir seit Jahren daran, dass syrische Stimmen hier in Deutschland Gehör finden und Staatsanwaltschaften unter anderem alles dafür tun, dass Kriegsverbrecher, die sich auch hier in Deutschland aufhalten, strafverfolgt werden können. Solidarität mit Überlebenden und Opfern ist das Mindeste, das wir leisten können, insbesondere in Zeiten, in denen Verschwörungstheoretiker und Populisten weltweit alles daran setzen, Verfolgung Bedrohter auch nach das Letzte zu nehmen, ihre Würde und ihre Möglichkeit, über das erlittene Unrecht zu sprechen. Diese verhöhnen Augenzeugen und Überlebende, indem sie ihr Leid in Zweifel ziehen. Es mag so sein, dass man nicht alles wissen kann. Keine Entschuldigung gibt es dafür, nicht wahrhaben zu wollen, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen, die gegen die Menschlichkeit verübt werden. Ich möchte Tim Al-Sufi und Hani Asabakh, die Autoren unseres Buches, von ganzem Herzen danken. Und ebenso all denjenigen, die uns ermöglicht haben, dieses Projekt umzusetzen. Ich möchte dir, Antonie Nord, ganz besonders danken, als du noch als Regionalchefin Nahost alles dafür getan hast, dass wir die Ressourcen auch haben dafür und natürlich sowieso gemeinsam den politischen Willen, dieses Projekt umzusetzen. Ich möchte aber vor allem ganz, ganz besonders unseren Mitarbeitenden und dem Team in Beirut danken. Vor allem, ich habe sie schon erwähnt, Nadine Elali und Rua Akarachi. Sie und Aline Yemayel haben alles dazu getan, dass wir aus dem Arabischen ins Englische übersetzen könnten und auch ins Französische. Ich habe Günther Ort schon erwähnt, der die Übersetzung der deutschen Ausgabe gemacht hat. Auch ihm ganz, ganz herzlichen Dank. Und hier in Berlin möchte ich dir, Birgit Arnold, ganz besonders danken, Lisa Kreuzer und Annette Mennel, die die hiesige Ausstellung kuratiert haben. Und mein allergrößter Dank geht an dich, liebe Bente. Du hast bis vor kurzem das Büro in Beirut geleitet und du bist diejenige, der wir es zu verdanken haben, dass wir hier in Deutschland und hier wir als Heinrich-Böll-Stiftung so viel und so viel Lautes dazu sagen, was in Syrien eigentlich geschieht. Weil das ist die Aufgabe einer Stiftung, wie ich es schon sagte, zum Geschehen vor Ort hier zu berichten. Wir erleben alle hier in Deutschland, wie wenig eigentlich noch zu Syrien berichtet wird, wie dieser Konflikt schon fast zu einem Vergessenen gehört, außer er lebt wieder auf, weil neue Beteiligte ins Spiel kommen, in einem ohnehin sehr komplizierten Kontext. Bente Scheller wird uns heute Abend durch den Abend führen. Ich habe aber jetzt die Freude und das Vergnügen, den syrischen Schriftsteller Anis Hamadoun, selbst aus Homs und damit einer der Städte, die am härtesten für ihre Rebellion gegen ein Unrechtsregime gestraft wurden, und die Schauspielerin Maike Droste zu bitten, hier auf die Bühne, weil sie uns gleich aus Texten aus dem Buch vorlesen werden. Ich wünsche Ihnen
trotz der Ernsthaftigkeit des Themas des heutigen Abends und der Ausstellung einen schönen Abend, weil, und das ist ja die Botschaft von Tim, inmitten all diesen Elends gibt es Hoffnung und auch Freude und strahlende Gesichter. Nehmen Sie das mit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis später. Danke Ihnen. Guten Abend. Viele Grüße eigentlich von Tim. Habe ich mit ihm gerade gesprochen und telefoniert. Sagt Hallo. Er will Videos. Schick ihm Videos. Und auch ich grüße auch Hani. Der ist auch der Bruder meiner Ex-Frau und ein sehr guter Freund von mir. Wir haben Theater zusammen 2009 und 10 gemacht. Und ich fange an. تزور أم علي بساتينها لأول مرة بعد خروجها إلى إدلب عندما هاجم النظام قريتها. قطف الزيتون هو الثابت الوحيد في حياة أم علي، لذا تعود إلى أرضها كلما خرجت برهة لتحتمي من القصف. Umland von Aleppo, Dorf Al-Mahaba, Sommer 2018. Um Ali besucht zum ersten Mal seit ihrer Evakuierung nach Idlib ihre Gärten. Das Olivenpflücken ist die einzige Konstante in ihrem Leben. Immer wenn ihr Dorf bombardiert wird, kommt sie hierher. يعرفون الحزن هم أيضا ريف حلب بحيرة ميدانكي صيف عام 2018 عيد الفطر يلعب أبو شاكر وأولاده الثلاثة في الماء هذا عيدهم الأول دون حرب منذ 7 سنوات خرجوا ليروا كيف هي الحياة خارج الحصار هذه الساعات القليلة كانت عمرا بأكمله سبحنا جميعا كالأطفال وتبادلنا التقاط الصور من هواتفنا الذكية تلك كانت أول محاولة ناجحة للتغلب ولو قليلا على الحزن الذي يتملكنا هذا شاكر عمره 12 سنة لم يعرف الحياة خارج الحصار إلا في إدلب ولم يعرف قبل اليوم إلى أي شيء يرمز اسم بحيرة بحر صغير حلو كشاكر Auch Sie kennen Traurigkeit. Umland von Aleppo, Midanki-Stausee, Sommer 2018, Fest des Fastenbrechens. Abu Shaka und seine drei Kinder planschen im Wasser. Es ist das erste Fest zum Ende des Ramadans seit 7 Jahren, das sie ohne Krieg erleben. Sie sind draußen und genießen ein Leben ohne Belagerung. Es waren nur ein paar Stunden, aber sie waren so viel wert wie ein ganzes Leben. Wir angelten, spielten Fangen und schwammen wie Kinder und fotografierten uns gegenseitig mit unseren Handys. Es war der erste erfolgreiche Versuch, unserer ständigen Bedrücktheit zu entkommen. Shaka, der Sohn von Abu Shaka, ist 12 Jahre alt. Er kannte nur das Leben im belagerten Ruta und wusste bisher nicht, wie ein See aussieht. Das ist ja ein kleines Meer. Es ist so schön wie Shaka. لن نخرج اليوم من مدننا. الغوطة دوما بناء الجامع الكبير شتاء 2017-2018. هنا دخلت الأمم المتحدة إلى دوما بعد أن استهدف النظام المدينة بالسلاح الكيميائي. تجمعنا في قاعة المسجد الكبير المدمرة. المكان الذي خرجت منه أول مظاهرة في دوما وكانت مطالبنا بسيطة إيقاف القصف وإدخال الخبز وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية شاهد المراقبون بأم أعينهم الضحايا وبقايا القذائف شاهدوا الدمار والطيارات التي تحوم جيئة وذهابا لتقصف مدينة حرستا ولم يحركوا
ساكنا. حتى المساعدات القليلة التي أدخلوها قصفها الطيران الروسي بعد خروج الوفد بقليل. الأمم المتحدة بأكملها لم تستطع تقديم الطعام أو الحليب أو الأدوية للناس التي تموت خنقا تحت الحصار بأسلحة محرمة دوليا. Wir gehen hier nicht weg. Ruta, Duma, Große Moschee, Winter 2017-2018. Nach dem Giftgasbeschuss durch das Regime kam ein Team der Vereinten Nationen zu Besuch. Wir versammelten uns im Hof der Moschee, wo die Menschen in Duma 7 Jahre zuvor zum ersten Mal zu einer Demonstration zusammengekommen waren. Wir hatten sehr bescheidene Forderungen. Ein Ende der Bombardements und die Lieferung von Brot, Babymilch und medizinischen Hilfsgütern. Die Beobachter sahen mit eigenen Augen die Opfer und die Granatenreste. Sie sahen die Zerstörungen und die Flugzeuge, die gerade Harastar bombardierten, und taten nichts. Und die wenigen Hilfsgüter, die sie mitgebracht hatten, bombardierte Russland kurz nachdem die Delegation weg war. أطفال الغوطة في إدلب، أطفال الغوطة في الغوطة. دوما أمام أحد الملاجئ. شتاء عام 2017-2018. لم يحالف بعض الأطفال الحظ في الخروج من الغوطة. تغمض الأختان أعينهما لضوء الشمس بعد أسابيع من الاختباء تحت الأرض. بعد 4 أيام من هذه الصورة، ماتت سارة وأختها الصغيرة تحت القصف. Kinder der Ruta in Idlib und in der Ruta. Duma vor einem Bunker, Winter 2017-2018. Nicht alle Kinder hatten das Glück, die Ruta zu verlassen. Nachdem sie wochenlang in der Dunkelheit haben ausharren müssen, blinzeln Sarah und ihre kleine Schwester, als sie das erste Mal wieder im Sonnenlicht stehen. 4 Tage nach dieser Aufnahme starben die beiden Schwestern bei einem Luftangriff. كحلم لم يكتمل. دوما النقطة 200 خريف عام 2015. بشتغل ببسطة لأمن أكل لأمي وإخواتي الصغار. وأحلامي بحب الألعاب، بكره الطيارة، بحب المدرسة. هكذا قال لي قبل أن أجد جثته في النقطة 200. النقطة 200 كانت روضة للأطفال سابقا، أما الآن بعد الحصار أصبحت النقطة التي تجمع فيها الجثث قبل دفنها. Ein nicht zu Ende geträumter Traum. Duma, Punkt 200, Herbst 2015. Ich betreibe diesen Stand, um meiner Mutter und meinen Geschwistern etwas zu essen kaufen zu können. Wovon ich träume? Vom Spielen und von der Schule. Alles, nur keine Flugzeuge, sagte er zu mir. Er träumte davon, einen einzigen Tag frei zu haben und nur zu spielen. Später sah ich seine Leiche in Punkt 200 aufgebahrt. Punkt 200 war ein Kindergarten, bis man dort während der Belagerung Leichen ablud, bevor man sie bestattete. كان الحطب أثمن من الذهب في الغوطة. الغوطة دوما شارع القوتلي. شتاء عام 2017-2018. أستحضر في خيالي صور الأطفال في دوما يجمعون بقايا الصنوبر العجوز الذي لم ينجو هو الآخر من قصف سلاح الجو الروسي. على الرغم من حاجتنا إلى الدفء لم نجرؤ على المساس بشجرة عمرها أكثر من 100 عام، لا لأننا نحترم عمرها فقط، فهذه الشجرة كانت الساترة الوحيدة بيننا وبين القناصة المتمركزين في منطقة يسيطر عليها النظام في نهاية شارع القوتلي قرب البلدية. أي يا سنوبر إلك الله. Das klingt viel schöner auf Arabisch, finde ich. Ich kann leider nur Deutsch.
Brennholz war in der Ruta mehr wert als Gold. Ruta Duma Quatli Straße, Winter 2017-2018. Ich rufe mir die Kinder in Duma in Erinnerung, wie sie die Überreste einer Pinie aufsammelten, die den Bomben der russischen Luftwaffe zum Opfer gefallen war. So kalt uns auch war, diesen über 100-jährigen Baum hatten wir nicht anzutasten gewagt. Nicht nur wegen seines Alters, sondern auch, weil die Pinie das einzige war, das uns vor den Scharfschützen des Regimes am Ende der Straße geschützt hatte. محمود الصورة التي لم أردها يوما الغوطة دوما بناء الجامع الكبير شتاء عام 2015 شارع الجلاء في دوما جمعتني به الصدفة كنت أجول شوارع دوما مع كاميرتي عندما طلب مني صورة شخصية ليضعها على حسابه في فيسبوك ويرسلها إلى والدته المقيمة خارج سوريا ليخبرها أنه بخير ولا يزال شأفة واحدة اقترحت المسجد الكبير في دوما وطلبت منه أن يقف على الجهة المقابلة لجدار المسجد الخارجي ووقفت لألتقط صورته من النافذة هل أنت جاهز يا محمود؟ نظرت إلى الكاميرا لأضبط العدسة ثم هوت السماء فوقنا ضوي الانفجار صمني تماما لا أسمع لا أرى الدخان والغبار يملأان الهواء أطلب من جسدي أن يتحرك بلا فائدة كان ثقل الصدمة أكبر من الزجاج والخشب وكتب الدين المكدسة فوقي لا أذكر تماما ما حدث فكل ما أريده أن أستجمع قواي لأقف وأبحث عن محمود كيف سيسمعني أنادي اسمه بين مئات الأصوات التي تطلب المساعدة تحت الركام؟ انقشع الغبار قليلا رأيته بعيد أمتار قليلة عن مكان الصورة المفترضة جسد ممزق بلا حياة هل كنت السبب في موته؟ كان يمكن لأي تلة قبيحة أن تكون مكانا جيدا للتصوير هل ستهتم أمه للمكان الذي يقف فيه عندما ترى الحياة تلمع في عيني ولدها؟ حمل أصحاب الخوذ البيضاء جسد محمود أكثر صورة مؤلمة التقطتها في حياتي ماذا لو تأخر الطيار قليلا؟ ماذا لو مرضت ابنته يومها واستطعت تصويره قبل أن يرمي أبوها القذيفة فوق الجامع الكبير؟ أمنيته الأخيرة قبل أن يموت صورة أنا لست بخير أحاول أن أعيش أن أشعر كأي شاب في البلاد التي لا حروب فيها أنا لست بخير فقدت الكثير من الأشياء التي أحبها وكسبت الكثير من الصور Eine Aufnahme, von der ich wünschte, sie nie gemacht zu haben. Ruta Duma, Große Moschee, Winter 2015, Jala Straße in Duma. Ich war ihm zufällig begegnet. Ich lief mit meiner Kamera durch die Stadt und er bat mich um ein Porträt, das er als Profilbild auf Facebook nutzen und seiner Mutter schicken könnte, damit sie sah, dass er noch in einem Stück war. Ich schlug ihm als Ort für die Aufnahme die große Moschee vor und bat ihn, sich gegenüber der Moscheemauer hinzustellen. Ich wollte ihn durch ein Fenster fotografieren. »Bist du bereit, Mahmoud?« fragte ich und stellte das Objektiv ein. Dann fiel der Himmel auf uns herab. Die Explosion war ohrenbetäubend und ich hörte und sah nichts mehr. Überall war nur noch Rauch und Staub. Ich wollte, dass mein Körper sich bewegt, aber es ging nicht. Der Schock wog schwerer als das Glas, das Holz und die Gebetsbücher, die auf mir lagen. Ich wollte meine Kräfte sammeln und Mahmoud suchen, aber wie sollte er mich hören unter den hunderten Stimmen, die aus den Trümmern um Hilfe riefen? Als sich der Staub legte, sah ich ihn einige Meter von der Stelle entfernt, wo er posiert hatte.
Sein Körper war zerfetzt und leblos. War ich schuld an seinem Tod? Warum hatte ich ihn hier posieren lassen? Ich hätte ihn ja auch auf irgendeinem Schutthügel fotografieren können. Es wäre seiner Mutter doch egal gewesen, wo er steht. Hauptsache, sie hätte den Glanz des Lebens in seinen Augen gesehen. Wie die Weißhelme Mahmuds Leiche wegtragen, war das traurigste Foto, das ich je gemacht habe. Wenn der Kampfpilot doch etwas später gekommen wäre oder seine Tochter an jenem Tag krank geworden wäre, dann hätte ich Mahmud noch fotografieren können, bevor ihr Vater seine Bombe auf die große Moschee abgeworfen hätte. Ein Foto war Mahmuds letzter Wunsch gewesen. Ein Foto. Mir geht es nicht gut. Ich versuche zu leben und zu fühlen, wie jeder junge Mann in einem Land ohne Krieg. Mir geht es nicht gut. Ich habe so viel verloren, was ich geliebt habe. Bekommen habe ich dafür lediglich viele Bilder. Vielen Dank, Maike Droste. Vielen Dank, Anis Hamdoun. Ich glaube, ich habe diese Geschichten so oft gelesen und diese Bilder so oft gesehen und trotzdem geht es mir immer noch wirklich nah. Deswegen atmen Sie durch. Wir werden jetzt eine Botschaft von Tim, die er uns geschickt hat, sehen. Sie können draußen natürlich gleich, wenn Sie die Ausstellung begehen, auch den Ausstellungskatalog finden. Der ist hier vorne auf den Tischen. Ich möchte jedoch auch noch einmal darauf hinweisen, alle Aufnahmen und Texte ebenso wie dieser Katalog entstammen einem Buch, das wir daraus gemacht haben, eben mit dem Titel Von Herzen aus Idlib. Das gibt es online als PDF. Das gibt es zum Teil auch als Printkopie hier. Bitte, wenn Sie gerne eines hätten und es online nicht finden können oder gerne hier ein Exemplar mitnehmen würden, lassen Sie es uns wissen. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen zu Tims Botschaft. Hallo, ich bin der Fotograf Tim Siufi. Ich wäre gerne heute in Berlin dabei gewesen, aber ich konnte die Papiere nicht zu Ende bringen, um hierher zu kommen. Ich bin erst seit kurzer Zeit aus Syrien draußen. Ich glaube, das, was wir hier gemacht haben, es ist eines der schönsten Dinge, das ich in meinem Leben getan habe. Die Bilder sind sehr schmerzlich, aber es sind auch schöne Geschichten dabei. Aber was vor allem mir aufgefallen ist, bei allen, die das Buch gelesen haben, die sagen, dass sie das, die Realität jetzt auf eine andere Art sehen. Anders als es in der Presse, als es im Fernsehen zu sehen ist, wo es nur um Bombardierungen geht. Hier habe ich versucht, unter die Leute zu gehen und deren tägliches Leben aufzuzeichnen. Und ich glaube, das sind Geschichten, die sonst nicht in die Presse kommen. Ich finde das sehr wichtig. Außerdem wurde dieses Buch in 4 Sprachen übersetzt und jetzt kann die Welt sehen, was bei uns passiert. Ich glaube, auch das ist etwas sehr Wichtiges. Und dabei haben sehr viele Freunde und Freundinnen geholfen, die dieses Buch herausgebracht und übersetzt haben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich mein Archiv aus Syrien noch mehr nutzen kann und dass vielleicht diesem Buch noch ein anderes anderes folgt. Ich glaube, dass eine solche Arbeit sehr wichtig ist, denn es zeigt den Leuten, was in Syrien passiert, in Syrien und außerhalb davon. Man kann jetzt auf eine andere Art erfahren, was hier stattfindet. Man sieht hier die andere Seite des Krieges, den wir 9 Jahre lang erlebt haben. Ich sage jetzt Krieg, aber das ist natürlich kein normaler Krieg in dem Sinne, wie man es sonst kennt. Aber es ist ein Krieg gegen uns Zivilisten in Syrien. Es ist ein Krieg gegen uns. Und dann ist wieder ein wirklicher Krieg. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Buch breit ausgestellt wird und eine breite Beachtung findet und dass man es vielleicht noch weiter veröffentlichen kann, damit man diese Verpflichtung, ich finde das eine Verpflichtung gegenüber den Syrern, dass ich das weitergeben kann, dass das in die Welt kommt. Ich finde, das ist meine Verpflichtung.
Und die Welt soll sehen, was in Syrien passiert ist, was uns passiert ist. Ich danke euch. Soweit hier aus dem Saal. Ich würde Sie dann bitten, schauen Sie sich die Bilder an. Wir haben Ihnen eine kleine Reihenfolge gegeben, eine Art Chronologie, die hier mit Idlib beginnt und sich dann weiter in die Vergangenheit vorarbeitet. Und wenn Sie wirklich einmal um die Ecke gehen, finden Sie dort besagten Tisch mit dem Tischtuch, auf dem Sie ihm gerne eine Botschaft hinterlassen können. Anschließend laden wir Sie gerne unten noch zu einem kleinen Empfang ein. Vielen Dank.